Ah, wo sind wir hier? Was mache ich hier? Das ist das sogenannte Rheinwehr. Und das ist genau die Grenze von Deutschland und Frankreich. Ja, wir sind jetzt noch im Ding auf der deutschen Seite, soweit ich das geblickt habe. Tja, die Türe ist nicht abgeschlossen. Auch mal interessant. Gucken wir mal weiter. Wie gesagt, ich suche mir meinen Zeltplatz und am besten so versteckt, dass man Elfenbell auch ein kleines Feuerle machen kann. Drüben ist Frankreich. Genau, und ein Wahnsinnsabendhimmel hier. Absolut schön. Da werde ich jetzt irgendeinen Zeltplatz suchen. Mal gucken, da darf man vielleicht nicht, aber ich gehe da trotzdem hin. Holz wird hier genug finden. Und suchen wir ein bisschen Platz. Also hier hat es verdammt viele Mücken. Klar, ist hier auch am Fluss. Gefällt mir trotzdem wunderschön. Naja, was sagt ihr, was sagt ihr? Da kann man auch nicht so arg viel falsch machen. Oh wow, da hat es verdammt viele Mücken, wie man gerade sieht. Ja, also wirklich, dafür ist meine HD-Kamera zu schlecht, aber die Aussicht ist betäubend schön. Ah ja, und da unten ist der andere See, den hat man gesehen. Oben mit der Aussicht von den LKWs. Absolut geil, ja. Absolut geil. Und hier ist der Rhein. Absolut schön. Ist jetzt von Aachen ungefähr 12 Kilometer weg. Ich weiß, das war jetzt nicht viel. Aber dass ich hier mal bin, das ist auf jeden Fall wunderschön zum Zelten. Das sieht man auch gleich. Es gibt ein paar geile Plätze und so wie ich gehört habe, haben die alle nichts dagegen. Und dann gucke ich mal jetzt rum, wo ich da was machen kann. Genau, und dann sehen wir uns nachher vielleicht nochmal oder ist dann schon zu dunkel? Der älteste Tramp der Welt, kann man so sagen. Jo,
Guten Morgen. Also, ja, den Titel habe ich mir jetzt gerade selber gegeben. Ältesten Tramper der Welt. Ja, genau. Wer ist denn schon 45 und trampt noch? Große Sache hier. Bin gerade im alten Zollhaus. Es ist immer noch Grenze. Mach mal gemütlich, trink mal Kaffee. Oder auch zwei. Und dann geht's weiter. Jetzt habe ich hier schon mal eine nette Bedienung, die lacht mir mal an. Der drücke ich dann gleich mal nachher die Frage rein, ob man das Gepäck da mal ein wenig stehen lassen kann. Ja, und dann geht's ab. LKW, LKW, LKW. Und werden wir einen schönen Tag machen. Und gucken, dass ich dann irgendwie mal noch wegkomme heute. Aber das ist meistens. Keine Ahnung, wenn es läuft, läuft es. Wenn es nicht läuft, läuft es nicht. Momentan läuft es so nicht. Aber das kann sich noch ändern. Spannend wie immer. Tag 2. Ja, ich habe gestern schon einen kleinen Rückschlag, wenn man so sagt. Und habe gemeint, dass ich vielleicht doch abbreche. Weil ich einfach so langsam alter, die merkt das ohne Ende. Aber keine Ahnung, neuer Tag. Ist auf jeden Fall heute das Ziel, an einen anderen schönen Platz zu kommen. Da wo man mal zelten kann. Es ist nachts immer noch etwas kalt. Ja, man wäre natürlich nur besser, wenn man jetzt nicht an einen Platz kommt, wo man zelten kann, sondern nur im LKW drin bleibt, weil der am nächsten Tag auch noch weiterfahrt. Also muss heute auf jeden Fall die Jungs wieder fragen, aber die Trupf, aber gibt es echt genug, die einen gern mitnehmen, wenn sie denn eben in die Richtung fahren, wo sie hinwollen. Tja, muss mal genug sein für jetzt.